auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier in der Parkarena heute Morgen. Ich freue mich sehr, dass Karl und Helen Albi jetzt dann werden da Platz nehmen auf dem Sofa und ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Der Karl und Helen haben ihr Leben lang die christliche Landschaft hier in der Schweiz mitgeprägt. Als ehemaliges Leiter-Ehepaar vom Diakonieverband Ländli und von der Gesamt-Krishona haben sie viel gesehen und erlebt. Ich freue mich sehr, dass die beiden heute meine Talkgäste da sind und werden aus ihrem Leben teilen. Und tun sie doch mit einem warmen Applaus begrüßen. Herzlich willkommen. Super. So, allzu viel habe ich natürlich noch nicht verraten. Jetzt habe ich vorher hinter der Bühne noch etwas Lustiges gemerkt, Matt, und zwar, dass mein letztes Kärtchen nicht mehr da ist. Vielleicht siehst du es gerade noch in meiner Tasche und sonst ist es auch gut. Dann würde ich das noch entgegennehmen. Das sind die letzten Fragen, das heisst, wir können uns bis dort noch mal entspannen. Genau. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Plötzlich merkt, da ist nicht mehr ganz vollständig. Gut. Also, ihr zwei. Ihr habt wahrscheinlich den kürzesten Anreiseweg gehabt, hier hinten, wo je Tag gestern auf der Bühne gehabt. Und zwar sind ihr hier eigentlich einmal aus der Tür rausgefallen und wieder reingefallen. Ihr wohnt im Town Village seit knapp 4 Jahren. Wie ist das gekommen, dass ihr ein Teil geworden sind von diesem Town Village-Projekt? Ein bisschen mitschuldig ist Johannes Wirth. Vor 15 Jahren hat er eine Kreuzfahrt geleitet. Danke. Und wir waren Mitarbeiter und dort hat er im Gespräch einmal von seiner Vision geredet, von einem Mehrgenerationen-Projekt. Da habe ich gedacht, ja, typisch Johannes Wirth, ein Missionär, der immer wieder Neues muss bringen. Und dann im 18. habe ich mal geschaut im Internet, ist überhaupt etwas geworden daraus. Jetzt muss man ja manchmal bei diesen Visionären schauen, ob dann auch etwas daraus wird. Gell? Dann sage ich meiner Frau, du, die bauen schon. Jetzt wollen wir, glaube ich, probieren, pressieren. Wir haben dann angerufen und es geheißen, ja, sei noch ein paar Wohnungen zu haben. Und dann ist es gekommen, dass wir hierher gekommen sind. Dann. So schön. Also ich habe gefunden, im Alter ist mir die Gefahr, dass man langsam ausplampen. So. Und ich brauche immer wieder Herausforderungen. Etwas Neues, das einem ein bisschen auf die Palme bringt. Und das ist in einem Mehrgenerationenprojekt, das ist etwas ganz Tolles. Also für mich war noch wichtig, zu wissen, irgendwann ist eins alleine. Wir sind in einem Alter, wo man realistisch damit rechnen musste. Und da habe ich gemerkt, dass ein Ort, wo ich nicht gern, aber doch dann eben aufgehoben wäre. Und ja. Das denke ich mir auch wirklich. Dich auch allein wirst wohlfühlen. Ja, genau. So schön. Ja. Jetzt kann ich mich noch gut erinnern, ich habe natürlich auch mitbekommen von Johannes und allen anderen, die da involviert waren in diesem visionären Projekt, dass das Town Village so als gemeinschaftliches Wohnen geplant war. Jetzt haben wir endlich jemanden auf der Bühne, der dort auch wohnt und uns mal sagen, wie ist denn das? Wie lebt und erlebt ihr heute so in die Gemeinschaft in diesem Town Village? Ist das etwas, was spürbar ist? Also man muss sich schon selber reingeben. Wir haben unsere Wohnung, wir könnten dann sich auch einfach wohnen wie sonst in einem Block. Aber es sind viele Angebote da und vor allem eine tolle Gemeinschaft. Also in dem Haus, wo wir wohnen, also da kennen wir alle persönlich, haben viel Kontakt. Hilfsbereitschaft ist enorm. Also einmal habe ich einen dürfen am Morgen um 3 rausrufen, dass er meine Frau holt im Spital, heimholt und so. Also das ist enorm, was man da an Gemeinschaft erlebt. Und dann sind viele verschiedene Angebote sind da. Und man ist selber gefordert, will ich das nicht. Also Golismus zum Beispiel gang ich nicht. Nicht. Aber das Angebot wäre da in dem Fall. Du könntest jederzeit einsteigen, das ließ man geschafft. Könnte. Aber es gibt Kinoarbeit, es gibt Spielnachmittag, also die verschiedensten Angebote, wo ich kann entscheiden kann, will ich das oder nicht. Verpflichtet sind wir nicht, das ist eine sehr grosse Freiheit. So. Schön, ja, sehr schön. Bevor ihr zwei im Town Village gewohnt habt, habt ihr ja schon in vielen Orten von der Schweiz sind ihr zuhause gewesen und unter anderem auch in Basel und im Zürich Oberland. Und dort hast du zuletzt auch als Pastor gearbeitet, in der FEG Wetzikon, Karl.
Du hast ja auch den Diakonieverband Ländli geleitet, wir haben es vorher schon gehört. Und eben, damals hat das noch geheißen Pilgermission St. Chrysona. Heute ist das Chrysona International und das Theologische Seminar St. Chrysona, also wirklich so das Gesamtwerk von der Chrysona. Das ist eigentlich eine sehr steile Karriere im christlichen Bereich. Du hast dich die christliche und besonders auch die evangelikale Szene, wenn man das so sagen darf, in der Schweiz fest mitprägt. Ist das so etwas, wo du als junger Mann gesagt hast, von dem träume ich? Ich will einmal können zu Winterthur im Coop gehen und wenn möglich noch von jemandem erkannt werden, als der Karl Albi jetzt, der doch da bei der Chrysona der grosse Leiter war. Kannst du denken. Also ich wollte wieder SBB-Karriere machen, das war mein erster Beruf. Ah, schön. Ich habe dort in 4 Jahren 70, auf 70 Stationen Dienst da und ich habe die SBB sehr gut kennt. Also es wäre ein guter Ausgang gewesen. Und dann habe ich mit 21 in mein Leben total Jesus übergeben. Und ich übertreibe nicht. Ich hatte gläubige Eltern, mit 13 eine Bekehrung und bin dann mit 17 habe ich mich verabschiedet vom Glauben. Ich sagte, ich will es mal ohne Jesus probieren. Und 4 Jahre ist das gelungen, aber ich war irgendwie nicht zufrieden mit dem Leben. Und mit 21 in einem Hotelzimmer in Bütschwil, Hotel Sonne, bin ich vor meinem Bett runtergeknüllt und gesagt, Jesus, wenn es dich gibt und wenn du mich noch willst, dann sollst du mich haben mit Hut und Haar. Und ich habe da noch nicht geahnt, was der Satz bedeutet. Also Gott hat immer wieder reingepfuscht in mein Leben. Sagt, das ist nicht der Weg. Zuerst bei der Freundin. Wir haben eine Bekanntschaft miteinander und denkt, das könnte mal meine Frau werden. Tolle, gläubige Frau. Ich will eine Missionarin werden, ich auch. Und dann hat Gott gesagt, nein, das ist sie nicht. Und ich habe stundenlang mit ihm gekämpft. Mal, das ist sie. Die hat alle die Eigenschaften von meiner künftigen Frau. Und er ist bei dem Nein geblieben. Immer wenn ich die Bibel gelesen habe oder gebetet habe, war die zwischen Gott und mir drin. Dann habe ich in Meerstetten im Hotel Kreuzstrasse. Es ist gut, wie du die Hotel nehmen, alle noch so gut erinnerst. Aber dann nachher bei dir noch ein paar Hoteltipps abholen. So dann habe ich Gott gesagt, wenn das der Weg ist, den du willst, dann mache ich es halt. Ich habe die Freundschaft abgebrochen. Und als ich mit dem Brief, mit dem Abschiedsbrief auf die Knie gegangen bin, habe ich gewusst, jetzt ist fertig SBB, jetzt geht es in eine theologische Ausbildung. Mhm. Das war der erste ganz massive Eingriff von Gott. Und dann habe ich wieder zu Wycliffe. 4 Jahre theologische Ausbildung auf Chrysona. Habe ich gesagt, Gott, wenn ich nicht darf zu Wycliffe, dann musst du mir einen Knebel zwischen Beinen rühren. Wycliffe, das ist die Bibelübersetzungs-NGO oder Missionar. Bibelübersetzung, genau. Ja. Ich wollte irgendwo in einem Stamm die Bibel übersetzen. Mhm. Das war so ein Traumziel. Und ich habe 4 versucht, mich abzusetzen und den Weg einzuschlagen. Und immer hat Gott Nein gesagt. Und am massivsten 1974, das ist so bei mir eine Schaltstelle, das war der Kongress für Weltevangelisation in Lausanne. Da durfte ich auch teilnehmen. Das ist nicht der, den ihr jetzt seht auf dem Bild. Das ist noch nicht der. Lausanne ist nicht ganz, so, nicht ganz so viele Menschen. Auf einmal in dem Kongress habe ich zum ersten Mal realisiert, dass die Zeit für Europa vorbei ist. Ja. Das war für mich ein Hammer. Unsere Brüder und Schwestern aus der dritten Welt, die haben uns vorgemacht, wie man evangelisiert. Die haben das Feuer mitgebracht und wir Europäer, ja, kommen dann auch mal oben runter so. Also das hat mich gewurmt. Und dann hat es einen Abend gegeben, das Wirken des Heiligen Geistes in aller Welt, hat der Abend geheißen, und dann ist von Korea, von Indonesien, von Uganda, von Brasilien und von Nordamerika sind Beispiele gekommen, Zeugnisse. Und ich habe den ganzen Abend gewartet, was bringt ihr von Europa? Und ich habe vergeben gewartet. Europa ist kein Wort erwähnt worden. Das habe ich. Dann habe ich Gott gesagt, gut, also ich gehe dort hin, wo du am Arbeiten bist, aber nicht in Europa. Du willst etwas erleben. Ja, und dann bin ich 14 Tage später eingeladen worden für einen Kongress in Korea. Das wäre jetzt Bild dazu. Das ist das Bild. Genau, da passt. Wie viele Menschen sind da gewesen? Weißt du das noch ungefähr? Also da sind es über 1 Million gewesen. Über 1 Million. Wo einfach wäre Lausanne leicht überfordert gewesen mit denen. Für eine Evangelisation gekommen sind, auf dem Flugplatz, wo man gemietet hat, damit alle Platz haben.
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Erweckung gesehen. Nicht nur gehört, es gibt manchmal, sondern Erweckung gesehen. Die sind auch auf der Straße. Wir mussten auch mal gehen mit vier geistlichen Gesetzen. Auf der einen Seite Englisch, auf der anderen Koreanisch. Und dann mussten Leute suchen, die wieder zum Glauben kommen. Und ich hatte immer eine Traube von Leuten um mich herum. Bei uns gehen doch die Leute weit, weit um einen herum, wenn man von Jesus erzählt. Nach einer Woche haben sie Adressen gesammelt von Leuten, die zum Glauben kommen wollten und in eine Gemeinde. Und sie haben 220'000 Adressen gehabt. Wow. Nach einer Woche. Also das war umwerfend. Das wäre für mich eine Bestätigung gewesen, ich gehe in Mission. Wenn nicht Gott an einem Morgen, Mittwochmorgen, mir den Plan zugetan hat. Beim Bibellesen war ich gerade bei Richter 6 gewesen. Ich suche nicht Bibelvers, die passen, sondern ich lese fortlaufend. Ich komme zu Richter 6 und dort ist der Gideon, der berufen wird von einem Engel. Der Engel kommt und sagt, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Und dann hat der Gideon ausgerufen und gesagt, das stimmt gar nicht. Gott ist nicht mehr mit uns. Früher noch schon, aber jetzt nicht mehr. Und dann kommt der Befehl übergangen, mach's. Und das war wie wenn Gott mir sagen würde, du gehst nicht in die Bibel übersetzen, du gehst, bleibst in der Schweiz und du evangelisierst. Das ist. Es war hart, auch für meine Frau hart. Wir hatten alles eingefädelt. Gell, du warst nämlich parallel bei den Schwiegereltern und hast ihnen verkündet, dass ihr da werdet ins Ausland auswandern werdet. Und dann ist ein Brief reingeflattert von Karl. Am Morgen, als ich ihn hätte können hören, oder als ich ihn können holen, als er von Korea heimgekommen ist, kam der Brief, wir gehen nicht zu Wycliffe. Und ich habe vorher auf seinen Hinweis die Schwiegereltern informiert, dass wir werden gehen. Ja, es war ein bisschen ein Hammer. Ja, das glaube ich. Das ist übrigens ein Fehler, den ich nie mehr wiederholt habe. Frau vor vollendete Tatsachen stellen. Das ist gut, dass du das Learning gehabt hast. Ganz wichtig für alle, die das noch nicht hatten. Ein Partner, vielleicht einmal mit einbeziehen, oder Partnerin, das hilft. Genau. Und eine Frau hat ja ein ganz anderes Sensorium als wir Männer. Wir Männer, wir müssen es kopfen, also so und so und so. Frau weiss das irgendwie anders als mir. Also wo es darum gegangen ist, ob ich ins Ländli gegangen, dort habe ich 14 Monate dagegen gekämpft. Ich bin für die Evangelisation und nicht für die Diakonie. Du kannst mich doch nicht ins Ländli schicken. Und 14 Monate. Dann sind wir absägen im Ländli. Und wo wir weggefahren sind, am Egerisee entlang, heim, sagt sie plötzlich, das ist dann im Fall noch nicht das letzte Wort gewesen. Ich bin verrückt worden. Hast du gedacht, hätte ich vor 14 Monaten sagen können? Oh yeah. Jetzt habe ich mich durchgerungen und jetzt das. Ja. Aber sie hat recht gehabt. Ein paar Monate später habe ich dann auch wieder einen klaren Befehl bekommen von Gott. Du gehst. Und es waren meine 8 glücklichsten Jahre im Dienst, im Ländli. So schön. Wir haben einen Aufbruch erlebt in Sachen Diakonie. Das war unvorstellbar für mich. Und wo Kishona mich wollte, habe ich auch abgesagt. Im Ländli, da läuft etwas, da geht es aufwärts. Und kannst du doch nicht machen. Und dort hat Gott auch wieder eingegriffen und gesagt, du gehst. Also ich habe immer wieder so Stationen, wo Gott gesagt hat, deine Pläne sind nicht meine Pläne. Mhm. Spannend. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. So gut. Helene, ihr habt eine Familie mit heute 3 erwachsene Kinder und mittlerweile 9 Enkel. Eigentlich das perfekte Leben, wie es tönt. Die haben euch immer wieder auch führen lassen von Gott. Die sind dann zusammen gelaufen. Du hast ja damals dann auf dem Beifahrersitz den entscheidenden Hinweis jeweils gegeben, wenn es der Karl auch nicht ganz hat können oder wollen gesehen. Ja, es sieht eigentlich wirklich aus, als hättet ihr so das perfekte christliche Leben miteinander geführt. Euch oder besonders dich hat aber vor 28 Jahren einen harten Schicksalsschlag getroffen. Erzähl uns doch einmal von dem. Ja, das war 1996. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so fit. Ich bin ja, einfach nicht, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich habe gedacht, ja gut, die Arbeit ist gross, wir sind viel unterwegs. Bis ich dann wirklich, ich sage jetzt mal Zufall, es war aber nicht Zufall, plötzlich habe ich gemerkt, ich habe hier am Haus eine grosse Geschwurst. Warum das ich es vorher nicht habe gemerkt, das weiß ich nicht. Und dort habe ich gemerkt, jetzt stimmt etwas nicht. Ich habe mich dann sofort beim Arzt gemeldet und er hat auch sofort realisiert, das stimmt etwas nicht. Und
Es war eigentlich nicht einmal das Problem, die grosse Geschwister. Dann läuft das ganze Programm ab. Er hat sofort realisiert, das ist ernster. Es ist das CT gekommen, es ist Biopsie gekommen, jenste Untersuchung und alles. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe, zwar schon in fortgeschrittenem Stadium. Also ich hatte im Bauch fast einen kindskopfgrossen Tumor gehabt. Hat es schon an gewissen Stellen immer gedacht, etwas stimmt nicht ganz, aber ich habe einfach gefunden, nein, das kommt alles wieder. Und das hat dann nachher unser Leben schon zünftig auf den Kopf gestellt. Ich habe sehr schnell Chemotherapie gehabt. Die hat schon angeschlagen, aber der Tumor war noch da gewesen. Und dann ist der Vorschlag gekommen, gerade ein Jahr später etwa, dass es Möglichkeit gäbe noch für eine Hochdosistherapie. Oh nein, das ist ja, genau. Die hast du dann auch, haben wir durchgeführt mit den Ärzten zusammen. Genau. Und dann ist das etwa so ein Jahr nach der ersten Diagnose gewesen. Ja. Und die Ärzte sind dann nach dieser Hochdosistherapie wieder auf dich zugekommen und haben gesagt, leider hat die nicht angeschlagen, wie erwünscht. Und wir rechnen jetzt damit, dass es noch etwa 6 Monate wird dauern, bis du stirbst. Ja, genau. Wie geht man mit so einem Hammerschlag um? Ja, es ist noch sehr speziell. Also zuerst ist es wirklich ein Hammerschlag. Wir sitzen da und hören das Resultat. Und ich hatte zum Glück einen sehr guten Onkologen, einen ehrlichen Onkologen, der es verstanden hat, uns die Botschaft zwar echt zu geben, aber auf eine Art, wie man es eben hätte nehmen können, ein Stück weit. Erstaunlich war, dort habe ich eigentlich das erste Mal so richtig als Christ galtet. Das klingt jetzt komisch, aber ich war nie die, die fromm geredet hat, die gesagt hat, ja, es kommt schon wieder gut. Wir haben viele Erlebnisse von Menschen, die immer behauptet, ich werde gesund, ich werde gesund, ich werde gesund und sind relativ schnell gestorben. Und ich wollte einfach das vor allem unseren Kindern nicht antun. Wir wollten, dass wir diesen Weg zusammen gehen. Und nachher habe ich dem Onkologen gesagt, das wäre jetzt das Einzige, was ich noch gesagt hätte, dass Gott eingreift, dass wir ein Wunder erleben. Und er war gar nicht von fromm gewesen und sagt, das würde er sofort glauben. Und er wäre der Erste, der sich darüber freuen würde. Er habe immer wieder gemerkt, dass wir anders reagieren als andere Leute. Er habe einfach das gespürt, dass ich etwas anderes da. Und das hat mich natürlich riesig gefreut. Mhm. Ohne, dass ich viel habe erzählen musste, aber offensichtlich hat er gemerkt, da dreht etwas, da ist etwas da. Und sicher war es ein Hammer wieder. Wir mussten mit dem Lehren umgehen, dass jetzt das quasi Todesurteil da ist. Aber es ist wirklich spannend, wenn man dann drinnen ist, wie man merkt, hey, wir sind gedreht. Also, Gott ist da, der hebt uns. Der Karl hat es manchmal so gesagt, wie wenn wir würden fallen, aber in sanft, wirklich in sanfte Hände. Mhm. Nicht irgendwo ins Bodenlose, nicht weg. Hat das deine Beziehung zu Gott auch verändert? Also weißt, hast du auch vielleicht ihn neben dem Dreizehn vielleicht auch manchmal wirklich angeklagt oder ist er mehr näher gekommen zu dir als Herz? Hat das irgendwie deine Beziehung? Also ich habe ihn näher erlebt, gerade in dem allem. Weil aber es hatte dann viele Folgen gehabt, vielleicht noch zu dem kurz. Unsere Tochter hat die Hochzeit vorverschoben, weil man hat gerechnet, ich sei nicht mehr da, wenn sie eigentlich hätte heiraten wollen. Ich habe angefangen, Ordnung zu machen daheim. Ich habe gefunden, also Karl muss nicht meine Sachen lesen und nähen und alles noch selber versorgen. Und wir haben dann in einer Ferienwoche, wo wir in Tessin gegangen sind, meine Beerdigung vorbereitet. Einfach ganz konkret gewusst, jetzt gehen wir dahinter, jetzt machen wir das. Wobei ich habe gesagt, Karl, mach das auch. Weil er ist so viel unterwegs war, auch mit dem Auto zu Deutschland, auf der deutschen Autobahn. Ich habe nie gewusst, kommt er wirklich heim oder passiert etwas. Und dann haben wir uns wirklich ganz konkret damit befasst. Und das, ja, erledigt. Karl, ja, erzähl doch du mal noch von deiner Perspektive, von dieser Zeit. Wo so das, Dann sagt sie plötzlich einmal, du, wie wäre es das, wenn wir das älteste Gebet in Anspruch nehmen?
Also zum Ältestenrat der Gemeinde. Ja, Ältestenrat unserer Gemeinde. Wir haben viel Wunderheilungsangebot bekommen. Wenn man, das glaube ich. Ja. Wenn man Krebs hat, dann spricht es um. Und alle möglichen Angebote von überall her, dort müsste es da ran oder der könnte kommen und so. Mhm. Das haben wir nicht gemacht. Und dann sind die Ältesten gekommen und gebeten für sie. Das ist jetzt das geistliche Wunder, aber es hat dann auch noch das medizinische gegeben. Ja, das war sehr spannend gewesen. Der letzte Bericht vom Onkologen hat er gesagt, er könne uns nichts mehr anbieten, es sei einfach so. Und nach dem ältesten Gebet, ungefähr 14 Tage später, kommt er plötzlich und sagt, jetzt gibt es etwas Neues. Da hat eine Firma, eine Pharmafirma von Basel, es war eine weltweite Studie mit einem Medikament, und zwar nur für Lymphdrüsenkrebs. Nicht Chemo, ganz gut verträglich. Es war eine Antikörpertherapie, die sie wollten probieren zu lancieren, weltweit. Ob ich in die Studie gekommen bin, ich bin dort reingekommen und habe das gemacht. Und es war wie Tag und Nacht zur Chemo. Ich bin zwar ein paar Stunden in Infusion gegangen, aber konnte nach Hause gehen, keine Reaktionen, nicht schlecht, nicht all das. Und das ist für uns das zweite Wunder. Also, wir spielen gar nicht eins gegen das andere aus. Für uns hat es einfach wirklich zusammengepasst. Mhm. Und für mich hat es dann noch zu der Beziehung zu Gott schon verändert. Ich bin ein eher ängstlicher Typ, der dann an mich denkt, ui, was wäre, wenn? Und dann sind manchmal die Horrorszenarien gekommen. Und jetzt, als ich drinnen war, habe ich gemerkt, Gott ist wirklich da. Mhm. Das, was ich geglaubt habe, das dreht und das hilft mir. Ich habe dort viel Post bekommen, wir haben beigewiesen, es war noch nicht E-Mail-Zeitalter. Wirklich kistenweise Briefe von allen 5 Kontinenten von Leuten, die uns gekannt haben. Und eine Karte, die ich bekommen habe, die ist mir dann einfach, ist noch heute eines meiner Lieblingszitate von Bonhoeffer. Ich lese es jetzt gerade so, wie ich es habe. Wo er hat gesagt, selber dort im Gefängnis, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Und das ist das, was ich erfahren habe und was ich manchmal als Rat weitergeben kann. Denn, wenn man ihn braucht, er ist wirklich da. Mega schön. Ja. Wow, also für mich war es wesentlich, dass wir Gott nicht festgelegt haben. Mhm. Du musst sie jetzt heilen. Wir haben gesagt, wenn sie gesund wird, dann nehmen wir das mit Freude. Und wenn sie muss gehen, dann nachher wollen wir das auch annehmen. Mhm. Das war noch ein wichtiger Grundsatz für mich. Ich selber bin immer wieder gefragt worden, ja, wie kannst du noch Dienst machen, wenn Frauen so daheim elend dran ist. Ich habe dort gelernt, dass es bedeutet, in Schwachheit den Dienst zu tun. Mhm. Paulus sagt ja, er rühmt sich am liebsten seiner Schwachheit, dann kann Gottes Kraft wirken. Und ich hatte in einer Zeit, habe ich x Predigten gehalten und Referat gehalten, müssen halten, das war alles voraus schon geplant gewesen. Eins habe ich allerdings dann gemacht, und das ist im Nachhinein vielleicht ein bisschen frech gewesen. Ich habe zu Gott gesagt, wenn du sie mir wegnimmst, dann höre ich auf als Direktor. Kleiner Erpressungsversuch. Ja. Also, ich habe mir nicht vorstellen, ich als alleinstehender Direktor auf der Regiona und niemand schaut zur Basis hinein. Mhm. Für mich hat Helen eine Oase gemacht, wo ich mich auch zurückziehen und den Frust loslassen konnte. Mhm. Und wir haben viele Gäste bewirtet und so. Das hat alles Sinn gemacht. Und wenn sie nicht mehr da ist, dann kann ich doch nicht mehr Direktor sein. Ja. So habe ich mich Gott abgemacht und er ist scheinbar nicht verrückt worden über mich. Er hat sich scheinbar einlassen auf den Deal. Sehr gut. Und jetzt sind ihr heute ja schon sage und schreibe 54 Jahre
verheiratet. Und es gibt ja unzählige Beziehungsratgeber, Topseller, Spiegel-Bestseller und alle wollen uns sagen, was denn eigentlich der beste Tipp ist für so eine glückliche Beziehung, die so lange überdauert, so viele Jahre. Und ich denke, am besten fragen wir doch eigentlich die, die es tatsächlich geschafft haben, um so lange zusammenzubleiben und so, wie ihr auch im Vorgespräch und auch jetzt auf der Bühne wirkt, auch sehr glücklich zusammen sind nach wie vor. Was ist euer Geheimnis? Jetzt wollen wir es wissen. Also für mich entscheidend war diese Nacht, wo ich Gewissheit bekam, dass sie meine Frau wird. Nach dem, was ich vorher erzählt habe mit dieser Freundin, habe ich 6 Jahre gewartet, bis ich sie kennengelernt habe. Und dann habe ich sie 9 Monate beobachtet. Ich habe nicht nochmal trainieren und etwas anfangen und dann ist wieder nichts. Und dann in der Nacht, wo die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind, 1969, da bin ich in einem Lager gewesen, geleitet und diese Nacht habe ich gesagt, Gott, jetzt will ich es wissen. Ich bin bereit, ledig zu bleiben, wenn du das willst. Aber wenn das meine Frau wird, dann gib mir doch Gewissheit. Und es Nacht um 23:45 Uhr, nach einem langen Gebet, habe ich plötzlich Gewissheit gehabt. Dann nachher haben wir dann... Die Helene hat es wahrscheinlich schon lange gewusst. In dem Fall nicht. In dem Fall nicht, okay. Also für mich wesentlich war, wenn Gott mir schon ein Ja gibt zu ihr, dann hat er auch ein Ja zur Familie, dann ist die Familie Reich Gottes Nummer 1 für mich als Auftrag. Mhm. Nicht, wenn ich auf der Kanzel stand oder Referat halte, sondern wenn ich in die Familie gehe, Familie ist für mich Auftrag Nummer 1. Das war im Ganzen eine wichtige Schaltstelle. Also wir haben keine ideale Ehe gelebt, das muss ich jetzt gleich sagen. Also wir haben, wie sich Nerds genauso gehabt wie andere auch. Man redet ja vom verflixten 7. Jahr, wo kritisch ist. Bei uns ist es immer ein Jahr verschoben gewesen. Das 8., das 15., das 22. Jahr sind kritische Jahre für uns. Und zwar nicht, dass wir mehr Krach hatten, sondern wir haben einander überzeugen können. Es ist still geblieben. Wir haben zwar miteinander gelebt. Und den Alltag mehr einfach geteilt. Ja. Ja. Also das ist, Und wie sind wir jeweils aus dem wieder rausgekommen? Aus dem, jetzt haben wir einander nichts mehr zu sagen, wie gehen wir jetzt daraus weiter? Ich weiss es nicht. Was? Ich gibt uns jetzt noch nicht den Spiegel-Bestseller, der Tipp, ich weiss es nicht. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen die Helene hören. Was meinst denn du, Helene? Wie haben wir das einmal wieder können aus dem rauskommen? Also er war natürlich viel vor. Das haben wir schon gemerkt. Das war dann auch manchmal wieder schwierig, Sachen, die wir nicht können, gerade besprechen oder so. Also wir hatten nicht eine riesige Krise, aber es war einfach speziell. Und es hat auch mit diesen Wechseln zusammengehangen, wo ich dann auch manchmal musste, ja, wieder reinkommen. Aber wir haben uns halt schlussendlich immer wieder gefunden. Und was für uns sehr wichtig war, wenn wir wirklich Differenzen hatten, wir konnten auch ganz andere Meinungen können haben und vielleicht mal auch noch ein bisschen lauter sein, als man normal ist. Also bei uns ist nicht einfach alle glatt gelaufen. Aber was wir haben gewusst, ich habe nicht können schlafen unter solchen Umständen. Und das war vielleicht gut gewesen. Ich hätte können. Ja, du musst dann anheben für das Versöhnungsgespräch. Und das sind dann die berühmten, aber auch guten Nachtgespräche gewesen, wo wir wirklich manchmal lange über irgendetwas wieder diskutiert haben, aber einander wieder haben gefunden. Und vor allem habe ich gewusst, wenn er so viel fort war, ich könnte es nicht haben, wenn er fortgeht und vielleicht 2-3 Tage, manchmal eine Woche weg ist oder auch nur 1 Tag und es würde etwas passieren und wir hätten keinen Frieden miteinander. Das habe ich mir nicht vorstellen, weil ich mir denke, das geht nicht. Und das haben wir gleich immer wieder gemacht und gelernt und gewusst, wenn er fortgeht, dann müssen wir reinen Tisch haben. Mhm. Ja. Super. Also aus anderen, ja, hat einfach mit dem ganzen Arbeitsverhältnis, mit der Zeit, die halt einfach, ja, wirklich manchmal eng war, sicher auch ein Stückchen zusammengehangen. Ich bewundere meine Frau nach wie vor, wie sie das geschafft hat, auch durch meine vielen Abwesenheiten, doch
eine gute Situation zu meistern. Sie war nicht eifersüchtig, auch wenn ich mit Sekretärinnen zu tun hatte oder sonst so. Da war ein grosses Grundvertrauen da gewesen, und ich habe ihr auch keinen Anlass gegeben. Also ich habe probiert, sauber zu leben. Das ist gut gegangen. Für mich ist noch ein wichtiger Grundsatz, dass sie gleichwertige Partnerin ist wie ich. Mhm. Also ich komme von der Generation, wo der Mann noch der Chef war in der Familie. Und dann hat, wenn der Chef etwas gesagt hat, dann frage ich sehr wohl, machen wir. Und das habe ich nicht wollen. Sie zumindest hat... nicht nach dem Brief dort von Korea. Hast du das überdenkt, den Grundsatz? Sie hat genau das gleiche Recht für eine Meinung zu haben wie ich. Und nicht ich dominiere und sie kuschelt. Sondern da müssen halt Sachen ausgetragen werden miteinander. Was noch ein Aspekt war, ich hatte regelmäßig meinen Freitag gehabt. Genau, wo du mit der Familie verbracht hast. Ja. Wir sehen da noch parallel ein paar Fotos von eurer Familie. Mhm. Genau. Den hast du fest priorisiert, gell? Das war so ein heiliger Tag bei dir. Ja, also da bin ich stur gewesen. Wenn wir einmal Sitzungen hatten und man hat ein Sitzungsdatum gesucht, das nächste, und dann ist allen gegangen, nur mein Freitag nicht. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, da geht es mir nicht. Und das haben wir konsequent durchgehalten. Und mich dunkt, das hat die Familie zurückgezahlt auf positiv. Ja. Sie haben gewusst, der Vater, der hat auch für uns Zeit. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Wirklich da Prioritäten auch so gesetzt. Mhm. Karl, du hast mir im Vorfeld vom Interview geschrieben, euer Leben geht langsam zu Ende. Du bist jetzt heute 82 und Helen 76. Wenn ihr zurückschaut auf euer Leben, gibt es etwas, was ihr würdet anders machen? Wenn ihr das nochmal könntet, so ein Rad zurückdrehen. Viel. Viel würde ich anders machen, jetzt, wo ich alles weiß. aber man lebt ja vorwärts. Und muss einfach mal etwas wagen, wo man nachher sieht, ist eine falsche Entscheidung gewesen. Und das sind manchmal Nachtstunden, wo ich nicht schlafen kann, wo das Zeug wieder vorkommt. Und da übe ich mich jetzt damit, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und mit Jesus das wieder besprechen. Du bist ja auch da gewesen, hast gesehen, was ich falsch gemacht habe. Bitte vergib mir. Und ich habe Vergebung. Also ich nehme nicht einen Haufen mit in die Ewigkeit, sondern das ist sauber zwischen Gott und mir. Aber Seele lässt sich nicht immer befehlen. Die ist manchmal da und wehrt sich gegen Sachen, wo sie sich eigentlich gar nicht mehr dürfte wehren. So bin ich. Also meine Erfolgsbilanz, persönliche, die sieht eher bescheiden aus. Sagst du? Sag ich. Ich bin einer, wo sich eher zu tief bewertet als zu hoch. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Und Helen hat mich schon mal gesenkelt, wo ich zum dritten Mal mich entschuldigt habe für einen Fehler, den ich gemacht habe. Jetzt hör aber endlich auf. Also nicht bei mir. Ja, dort dürft ihr schon dreimal, ja. Nein. Ja. Wenn so, jetzt ist auch mal gut. Wenn der andere dir nicht will vergeben, dann kannst du ihn nicht zwingen. Mhm. Dann musst du es stehen lassen. Ich habe meinen Teil gemacht. Damit muss ich leben. Ja. Er ist da ähnlich ein Schwerblüter, wo er das nicht so ist. Wo ich merke, da denkt er mehr. Für mich ist einfach klar, ändern kann ich ja gar nicht mehr. Das Leben lebt man vorwärts und nicht rückwärts. Ja. Also ich kann jetzt nicht wieder zurück und sagen, oh, jetzt mache ich es anders. Für mich ist einfach wichtig, vergeben können und Vergebung in Anspruch nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja, das, was das Beste ist. Und einander auf Vergebung zusprechen, jetzt im Ehebereich. Dass ich ja sage, ich vergib dir. Und sie vergibt mir. Also das ist noch für uns ein wesentlicher Punkt gewesen. Und wir haben schneller als früher gelernt, einander um Vergebung zu bitten. Ja. Sie hat vorhin erwähnt, ich bin doch ein Bock gewesen manchmal. Also da bin ich doch nicht schuld an dem Konflikt, den wir jetzt hatten. Sie haben gesagt, ja, 80% ist sie schuld und ich noch 20%. Und bis ich gemerkt habe, ich muss 80% übernehmen. Und ich habe sie ja gereizt. Ich komme heim und lese Zeitung. Und sie hat gern Gespräche geführt. Und so. Also da haben wir schon einen Weg zurückgelegt. Mhm. Also was mich, wenn du schon vorstellst, im Rückblick
belastet ist. Ich bin über 50 Jahre im Dienst für Jesus. Und ich beobachte in unserem Land einen Abwärtstrend, den wir nicht mehr aufhalten können. Und ich habe gedacht, wo ist denn mein Dienst? Ich möchte doch, dass in der Schweiz nochmal neu ein Aufbruch passiert. Mhm. Und jetzt muss ich jede Abstimmung über ethische Themen verlieren wir Christen. Obwohl ein Haufen Gläubige da wären, es geht nicht mehr. Und das beschäftigt mich. Und ich frage Jesus manchmal, habe ich etwas falsch gemacht? Warum schaust du zu, wie die Schweiz kaputt geht? Auf die Art, wie jetzt in der Schweiz mit der Gottlosigkeit umgegangen wird. Das hat Folgen, garantiert. Und wie gehst du mit diesen Gefühlen um? Also gehst du mit diesen Sachen auch zu Gott und kannst es dann dort auch deponieren? Zornig. Ja, zornig. Also ich... Also, ich habe vielleicht jetzt frech gesagt, dass ich Gott Vorwürfe mache. Mhm. Und jetzt lese ich zur Zeit gerade Jeremia, bei den ersten 10 Kapiteln gewesen. Der Jeremia, der hat von Gott her gesagt bekommen, deine Botschaft kommt im Fall nicht an. Du musst ja nicht meinen, es passiere etwas, die wollen nicht. Und so komme ich mir manchmal vor. Und vielleicht hat Helene da schon recht. Dass heute Morgen auf und schwer. Ja. Helen, wenn du jetzt da, wenn wir da ein bisschen drunter hineinschauen, da zum Skiwerfen liegt, dann sitzen ja auch ganz viele Leute da, die noch ein bisschen jünger sind wie ihr und noch so ein bisschen zumindest in den Weichenstellen und Entscheidungen fällen, im Leben drinstehen. Gibt es etwas, was du gerade an diesen Menschen noch gerne würdest mitgeben, so als Tipp jetzt, neben dem schönen Prinzip, das ich habe mit dem Vergehen und Vergebung annehmen? Ist da sonst noch etwas, wo du sagst, das würdest du noch gerne mitgeben und teilen? Also ich habe müssen lernen. Ja, okay. Jetzt nicht, Helen, merke ich. Ist ja dich. Aber du darfst auch, Karl, du darfst auch. Ja, sag dir das. Ich habe müssen lernen, dass meine Art von stiller Zeit, wie ich sie mache, die hat mich übrigens gerettet. Ich habe all die Jahrzehnte durch regelmäßig meine stille Zeit. Und ich mache sie am Morgen, weil ich dort am frischesten bin. Zeit, wo ich die Bibel lese und bete und fragend bete. Herr, was hast du heute vor mit mir? So fange ich meinen Tag an. Wie viele Mal hast du die Bibel schon durchgelesen? Etwa. Sicher 20 Mal. Und zusammen mit der Helene und tun auch noch, gell? Das machen wir zusammen, aber nicht. Eben, er tut vorzu immer das, ja. Genau. Aber wir tun regelmässig unsere schöne grosse Bibel, die wir mal geschenkt haben, bekommen, lesen wir immer wieder miteinander auch. Also nicht jeden Tag, das gibt manchmal Tage, wo es nicht geht, aber. Und Karl, was du mir im Vorfeld auch noch gesagt hast, dass du jedes Mal, wenn du die Bibel durchgelesen hast, kaufst du dir eine neue. Ja, wieso genau. Ist das so? Weil ich mache mit Farbe und lese ich meine Bibel. Also vielleicht auch noch als Tipp, wenn man sie da einmal durch hat. Zack, die nächste an, damit man wieder frisch anfangen kann. Und auch unterschiedliche Übersetzungen. Sehr ein guter Punkt, also ja. Da, wenn wieder eine neue auf den Markt kommt, ich kaufe sie garantiert, um richtig wieder Fragen tragen, nicht wie die Rot alles unterstrichen ist das wichtig, sondern Herr, was hast du heute vor? Mhm. Und ich merke, dass ich heute die Bibel anders lese als vor 20 Jahren, weil ich neue Probleme habe. Das ist ja ein wichtiger Grundsatz für mich. Also zusammen, das hat Erzählung gesagt, haben wir jetzt die Bibel schon zum dritten Mal sind wir jetzt beim 1. Korintherbrief. Also das ist eine gute Tradition, die wir durchhalten. Jetzt müssen wir aufgrund der Zeit langsam zu einem Abschluss kommen. Ja, ihr seid ja wirklich auch ein aktiver Teil der Kirche hier, ihr wohnt im Town Village und ich fände es sehr schön, Karl, wenn du noch könntest, für uns als Kirche, für alle Menschen einzeln, die da drin sitzen, beten. Würdest du das machen für uns? Also ich muss gleich noch etwas sagen zur Kirche. Ah ja, das darfst du natürlich auch. Das war für mich noch wichtig, als wir von Schaffhausen hierher gezogen sind. Schaffhausen war immer in Arizona. Wetziken in der FEG. Beides gibt es in Winterthur. Haben wir überlegt, sollen wir. Dann haben wir gesagt, also 100 Meter von der Gemeinde weg, das wäre ja dumm, wenn wir zuerst noch den Bus nehmen. Und irgendwann kommen wir ins Rollatoralter weg. Und dann noch, vielleicht auch Rollstuhl, ich weiß ja nicht, wie unser Leben weiterläuft. Dann muss ich eine Gemeinde in der Nähe. Und dann haben wir gesagt, gut, GVC.
gehen wir daher. Und wir sind glücklich da. Wir freuen uns über die gute Verkündigung, die wir haben. Auch das Ringen darum, wie können wir der heutigen Zeit gerecht werden. Das entspricht, finde ich immer beim Zuhören bei diesen drei Pastoren. Wir haben ja den Wechsel von Johannes Wirth zu diesen drei erlebt. Und das ist in mehreren Gemeinden eine ganz schwierige Phase. Mhm. Und wie das gelungen ist, ist für mich ein riesiges Geschenk. Ja. Also das nicht, jetzt gehen wir halt nicht mehr, weil der Johannes nicht mehr da ist oder so, sondern dass das, der Johannes hat auch sich großartig verhalten, sagt sogar da auf der Kanzel, er freut sich an diesen drei, wie sie es machen. Und ich auch. Also das ist ein Geschenk. So ja. Schön. Dann würde ich jetzt beten. Das wäre sehr schön. Danke dir. Herr Jesus, wir danken dir für deine Geduld mit uns. Mit uns zwei. Mit uns als die, wo wir jetzt heute da sitzen. Wir alle haben eine Geschichte. Und wir alle haben auch Enttäuschungen mit dir erlebt schon. Gebete, die nicht erhört worden sind. Aber du bist treu. Danke dir für die Gemeinde, die du entstanden hast und wo so lebt und so viel Interesse da ist. Bitte erhalte du das missionarische Feuer. Bitte für den Alpha Life Kurs, der jetzt gerade läuft. Und schenk, dass noch viele zum Glauben finden. Du kannst es schenken. Bitte dich für den Dani, für den Reto und für den Timon, dass du sie inspirierst durch deinen Heiligen Geist immer wieder, dass du die Einheit erhaltest unter ihnen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dass du uns als Gemeinde zusammenhebst, mit dem gemeinsamen Anliegen, da wirklich eine Stadt zu sein, auf dem Berg, einen Einfluss zu haben in die Stadt, wo so viele Menschen noch dich nicht kennen. Erbarm du dich und schenk du uns immer wieder auch Freude an den anderen Kirchen, die es gibt in unserer Stadt, dass wir miteinander dürfen unterwegs sein. Brauch du uns auch als GVC immer wieder neu. Und segne du jeden Einzelnen, jede Einzelne, die da ein- und ausgeht. Amen. Amen. Danke vielmal. Danke euch zwei auch vielmal, dass ihr da so mutig auf der Sofa gehockt sind und euch diese Fragen gestellt habt. Ihr habt das super gemacht. Und ja, danke vielmal für alles, was ihr teilt habt aus eurem Leben.